Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lost Ark. Kleine Überraschung, wird eine kurze Folge. Ich will noch die Chaos Dungeons machen und euch kurz zeigen, was ich gemacht habe offline. Wird eine etwas kürzere Folge, aber wir können ins zweite Chaos Dungeon rein. Denn ich habe mittlerweile Gegnerstufe 360, glaube ich, oder 370 sogar erreicht. Hier, 340 haben wir bereits erreicht. Die Belohnung können wir uns gleich mal abholen. Ist hier eine Kiste. Denn ich habe offline mein ganzes Zeug einmal aufgewertet. Und wir sind bei Gegenstandsstufe 370 angelangt. Das heißt, wir haben jetzt die Ringe nicht. Aber hier sind wir mittlerweile bei Gegenstandsstufe jeweils 360 bei den Items. Auch beim Stab und so weiter sind wir bei 400 mittlerweile sogar Gegenstandsstufe. Und ja, hier überall bei 360. Das heißt, ich habe das ganze Zeug schon so weit aufgewertet, dass wir jetzt tatsächlich sehr, sehr hoch dementsprechend sind im Item-Level. Und wir können damit in das nächste Chaos Dungeon. Das möchte ich natürlich mit euch machen. Ich habe heute noch beide Resonanzen frei, deswegen will ich das schnell noch machen. 340 ist nur Pflicht. Wir sind bei 370. Bei 380 können wir bereits ins nächste rein. Und ja, wir wechseln jetzt einmal vom ersten, wo wir dieses blaue Zeug bekommen, aufs nächste. Dann bekommen wir nämlich schon die epische Variante. Und auch hier die Gegenstandsstufe von 250 auf 340. Dann hoch. Und deswegen gehen wir jetzt dann mal in die nächste Schwierigkeitsgrad rein. Bin mal gespannt, ob es wirklich sehr schwerer wird oder nicht schwerer wird. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Und ja, jetzt Chaos Dungeon. Ein Schwierigkeitsgrad einmal höher. Erweckenfähigkeit haben wir mittlerweile auch neu. Aber mal gucken, vielleicht setzen wir sie mal ein oder nicht. Und natürlich auch viel mehr Leben haben wir jetzt dadurch bekommen. Oh, die gehen halt schon auf jeden Fall mehr aus in der ersten Phase. Also wir können auch mit V, können wir mal unsere Spezialfähigkeit einsetzen. Mal gucken, würde ich sagen. So, wir hauen uns jetzt erstmal durch. Je höher man natürlich kommt, desto besser droppen die Items. Und desto mehr Items droppen auch, wenn ich jetzt richtig mitbekommen habe. Das heißt, es lohnt sich auf alle Fälle, da einmal in das höhere Dungeon reinzugehen. Und natürlich Items weiter aufzuwerten. Und wir sind jetzt tatsächlich, ich glaube, vor zwei Tagen war es, glaube ich, wo ich erst in die Chaos Dungeon rein konnte. Wir sind jetzt schon ja, bei 370er Itemwertung. Also es geht echt richtig zügig. Und das, obwohl ich nicht wirklich alles gemacht habe, sondern nur die Chaos Dungeon gemacht habe und ein bisschen die täglichen Belohnungen eingelöst habe, die ich wieder bekommen habe, die ich gesammelt habe. Die habe ich nicht gemacht. So, wir haben ein blaues Portal. Ah, guck mal, hier drücken wir auch nochmal ordentlich Harmoniefragmente. Und dann gehen wir direkt ins nächste rein. Was ich nochmal machen würde, ist tatsächlich irgendwie im Chaos Dungeon ist immer sehr laut. Ich drehe nochmal schnell mal das Audio ein bisschen runter. Immer auf 12. Mir kommt es hier immer sehr laut vor. Insgesamt ist es sehr leise, aber im Chaos Dungeon ist es, glaube ich, sehr laut. Ich muss das mal überprüfen in der Aufnahme. So, dann die nächste Stufe. So, auch hier erstmal zusammenziehen. Aber wir haben jetzt auch nicht wirklich viel Schaden bekommen. Also es ist jetzt immer noch nicht schwer. Wir reißen uns zumindest jetzt hier kein Bein aus. So, einmal hier durch, da durch. Ja, zumindest die Gegner halten ein bisschen mehr aus tatsächlich. Kommen wir zumindest so vor. Und wir kriegen, ja, wir kriegen vielleicht auch ein bisschen mehr Schaden reingedrückt. Aber wenn wir ausweichen möchten, ist es noch aushaltbar. Also ist jetzt nicht so mega krass, dass wir irgendwie großartige Probleme kriegen würden. Rantum wollte ich gar nicht. So, hier nochmal. Welle ist Trumpf. Achso, wir haben mittlerweile übrigens auch natürlich den Meteor. Der aber eine Castzeit hat. Und wir müssen tatsächlich aufpassen. Das ist schon schwerer. Aber das liegt jetzt noch da, weil ich den Meteor irgendwie mal reinschmeißen wollte. Sollte man vielleicht eher lassen, eher so die. Eher tatsächlich die Instant-Casts nehmen. Wir können uns aber wieder hochheilen. Ein richtig ernsthaftes Problem haben wir nicht. Auch noch kein episches Item gekriegt. So, und dass hier immer noch Gegner sind, das ist nach wie vor so. Auch nur wieder ein blaues Portal leider. Goldenes Portal hätte ich gerne nochmal. Da habe ich den Skin tatsächlich auch rausgezogen. Das war schon sehr, sehr cool. Vor allem das Ding ist 1000 Gold, wenn wir es nochmal kriegen sollten. Da würde ich nie Nein sagen. Auf jeden Fall. Ah, gut, die hauen jetzt schon ordentlich rein. Muss echt aufpassen.
Haben wir jetzt noch Ablink? Allerdings kein Zeitmangel. Von dem her alles tutti. So, einmal hier, einmal da, einmal dort, einmal dort. Mal ein bisschen mehr mit der Welle. Dann gehen wir ein bisschen Schaden aus dem Weg. Können uns dann wieder hochheilen. Also stehen bleiben ist jetzt das tatsächlich dann schon schwerer. Vorher war es relativ egal, wie lange wir standen. So, nächstes. Oh, die Bosse halten schon ein bisschen was aus. So. Platz. So, 92%. Einen werden wir noch umbringen müssen. Oh, wir brauchen schon ein paar Heiltränke. Das ist schon, also deutliche Schwierigkeitsgraderhöhung. So, 99%. Chef noch. Und dann haben wir es eigentlich. Wir machen einmal den hier. Das müsste gewesen sein. Das war's. Nordwern Echo Stufe 2 Erfolg. So, haben einen Stein der Geburt bekommen. 3000 Silber und 589 von den Steinchen. So, können direkt raus und das Ganze nochmal machen. Eins habe ich ja noch übrig. Aber man muss ein bisschen besser aufpassen auf jeden Fall. Es wird schwerer. Was aber auch sehr schön ist, weil das erste war echt mega einfach. Das ist ein bisschen schwerer, aber das ist schön. In der Folge werden wir übrigens nur noch Chaos Dungeon machen und danach bin ich auch offline. Wir haben tatsächlich, es ist nicht 20, also nicht 21 Uhr, wir haben bereits 23 Uhr hier. Wir haben lustigerweise nicht mehr auf Sommerzeit umgestellt. Aber ja, wir kommen gut vorwärts, würde ich sagen. Itemtechnisch jetzt leider nichts bei rumgekommen Neues. Außer vielleicht irgendwo eine Aufwertung, das können wir uns, das kann ich mir später mal angucken. Und dann würde ich sagen, direkt wieder rein. Wir haben halt die Chance auf die Ohrringe oder so einen Ring oder sowas, um da dann dementsprechend auch die Gegenstandsstufe zu erhöhen. Und das werden wir auch nutzen, wenn wir können. So, wir sind voll geheilt. Ich habe übrigens immer noch die kleinen Heiltränke auch drin. Also wundert euch nicht, wenn ich hier ein bisschen mehr Heiltränke schlucke und so weiter. Normalerweise bräuchte ich auch weniger Heiltränke. Ich habe immer noch die billigen drin, weil ich die tatsächlich einfach nur verbrauchen möchte. Und da könnte man sicherlich auch noch ein bisschen was rausholen. Aber ich meine, solange wir hier ansatzweise klarkommen, warum sollte ich? So, sammeln, 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 sammeln. Platz, weiter sammeln. So, Phase 1 ist sowieso die einfachste. Sehr schön. So, aber es lohnt sich auch, die einzelnen Gegner noch mitzunehmen. Ich meine, wenn die 5 von diesen Zerstörungssteinfachmännern kommen, die wir für die Waffe brauchen, ist das tatsächlich nicht schlecht. So, wir nehmen schon mal einen Heiltrank. Können weiter. Wenn wir nicht sinnlos in der Gegend stehen bleiben, geht's ja eigentlich. Der Meteor ist zwar cool, macht auch ordentlich Bums, aber leider ist die Castzeit zu lange. Bei Raid-Bossen vielleicht geht das, oder wenn wir mit mehreren Leuten da sind, aber wenn sich das Feuer auf uns konzentriert, finde ich leider die Aufladezeit zu lang. So, komm mal bitte alle her. Wir sammeln trotzdem. Warum? Weil wir es können. So, batz, batz, batz. Schön die Dicken immer mitnehmen. Das sind die nächsten. Moin. Oh, guck. Oh, cool. Diesmal machen wir das Ding hier. Pest Hassal. Niedlich. Oh, der ist neu. Hassal. Nicht Pest Hassal, sondern Hassal. Da sollte man natürlich ausweichen. Wenn wir ihn ausweichen können. So, leider auch noch wieder ein blaues Portal. Schade.
Bis jetzt, wir hatten allerdings schon mal ein rotes und wir hatten schon mal einmal ein goldenes. Das Golden hätte ich gerne wieder. Was coolste. Aber es ist reiner Zufall, was da kommt. So, ich würde sagen, weiter. Und wenn man sie ein bisschen mehr konzentriert oder wieder ein bisschen da rein, wo war gerade die ganze Zeit bei World of Warcraft, geht's auch wieder vom Schaden her. So, wir sammeln. Und den hier. Und dann war es das eigentlich schon fast wieder, oder? 78%. Sammeln, 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 sammeln. Die Welle haut nach wie vor alles ohne Probleme rum. Auch ohne Nachkasten. So, Steinchen da. Da ist es. Ja, die war leider ein bisschen verschwendet. Aber auch hier nur, ich weiß gar nicht, ich glaube nur am Ende, als Endbelohnung kann das, glaube ich, noch rauskommen, die epische Variante der Ringe. Ich glaube, das kommt tatsächlich nur als Endbelohnung. So, 97%. Das war's. So, leider auch wieder nur einen Stein bekommen. Die bekommen wir momentan noch, die Akesia-Wendmünzen. Die habe ich übrigens eingetauscht, auch gegen ein paar Materialien, um meinen Charakter weiter aufzuwerten. Ich habe eh davon tatsächlich ganz viele, 3000 Stück. Und das Ding hat ein Tageslimit. Ich habe das Tageslimit einmal aufgekauft, damit ich meinen Charakter weiter aufwerten kann. So, wir haben jetzt leider nichts rausgezogen. Wir können höchstens mal gucken, ob eine Qualitätsverbesserung dann dabei ist dementsprechend. Aber ja, wenn dann vielleicht eine eher irrelevante... Ich würde schon mal sagen, ja, 71, naja, geht so. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Mal dann auch wieder die höhere Stufe. Dann sollte ich bereits die nächste Stufe eigentlich fast freigeschalten haben jetzt, aufgrund dessen, dass wir wieder Steine eingesammelt haben. Sollte ich dann wahrscheinlich schon die 380er Dungeons rein können, also das hier, die Stufe 3 dann. Und dann 420 ist dann schon die letzte Stufe und dann kommt schon T2, also es geht echt richtig zackig vorwärts. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Macht es gut.